Seit er 18 Jahre alt war, stopfte Burak Güneş alles in sich hinein, was ihm in die Finger kam. Die Fettberge wuchsen immer weiter an, sein Körpergewicht stieg bis auf 200 Kilo bei einer Körpergröße von 1,76 Meter. Die größte Größe, die ich angezogen hatte, war 7XL und die hier kann mehr. Heute betreibt der 29-jährige Mannheimer ausgerechnet einen Burgerladen. Er hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 3 Jahren 110 Kilo abgenommen und nun das Gewicht gehalten. Ich hätte mir kein geileres Geschäft ausdenken können nach dem Abnehmen. Ich esse seitdem regelmäßig meine Burger, ja, und ich nehme nicht zu. Für seine Abspecktortur ließ sich Güneş aber noch ganz andere Tricks einfallen. Weil er etwa Käsekuchen über alles liebte, trickste er sich selbst mit Käsekuchen-Aroma aus. Diäten sind Quatsch. Genauso wichtig ist auch der Punkt, du musst dich nicht zu sehr einschränken. Ich persönlich habe jeden Tag Käsekuchengeschmack gehabt. Aromatropfen oder Flavor Drops sind vor allem bei Sportlern beliebt. Sie peppen fade Produkte wie Magerquark oder Hüttenkäse mit ihrem jeweiligen Lieblingsgeschmack auf. Von Obst bis Butterkeksaroma ist alles dabei. Die Tropfen bestehen aus Wasser, künstlichen Aromen und Süßungsmitteln und haben keine Kalorien. Der wichtigste Punkt, der größte Gewichtsverlust überhaupt, ist toxische Personen aus deinem Freunden- und Bekanntenkreis entfernen. Als Dicker bist du sehr oft, nicht jeder, sehr oft emotionsgesteuert. Und wenn dir jemand nicht gut tut, muss ich dir nicht erklären, dass das ein Karussell gibt irgendwann. Irgendwann merkte Güneş selbst, dass die Fettleibigkeit ihn einsam und krank werden ließ. Also mit massivem Übergewicht und oder massivem Fett, ja, kann mir keiner erzählen, dass er noch schönen Sex hat. Weniger Erektionsschwierigkeiten als Kreislaufprobleme dann dabei, ja, ist das ganz normal. Und ich finde es extrem wichtig, dass man darüber spricht, dass man mit 200 Kilo sich nicht den Arsch richtig abwischen kann. Und ab dem Punkt wird es schwierig, da wieder wegzukommen. Weil wenn du keinen Sport mehr machen kannst, musst du erstmal schaffen, erstmal auf ein Gewicht zu kommen, dass du dich wieder bewegen kannst, ohne dass dein Kreislauf nachgibt. Inzwischen ist der Vater eines 9 Monate alten Jungen und schreibt ein Buch über seine Erfahrungen. Dick sein ist nicht cool. Es ist gefährlich. Es schränkt deine Gesundheit ein.